Wir haben gesagt, wir drehen den Film in einer Einstellung und zwar dreimal. Wir haben aber auch gesagt, dass wir diese Begriffe authentisch und radikal und direkt und wild, all diese ganzen wahnsinnig beliebten Begriffe, dass wir die ernst nehmen und dass wir auch gesagt hätten, wir haben den Film dreimal komplett gedreht und es gibt 5 Schnitte. Und ich habe auch das gedacht, ich habe gedacht, wir werden einen Take haben, bei dem war der Anfang toll und bei dem anderen Take war der Überfall toll oder die Partyszene im Club oder wie auch immer. Bei dem anderen war der Schluss, das war halt nicht so. Also es gibt halt, ich habe den Film dreimal, nee, man muss es so sagen, ich habe das Experiment dreimal, aber ich habe nur einen Film und das ist die letzte Einstellung gewesen, also der letzte Versuch gewesen. Und ich meine, wir werden das wahrscheinlich nochmal rausbringen, also die Stellen, wo man hätte schneiden können, wahrscheinlich so im dunklen Treppenhaus oder so, wir werden das bestimmt zum DVD-Start mal einfach so hell machen, weil so viel ist im Material drin, dass man sieht, dass wir nicht geschnitten haben. Und ich finde das total, super. ich finde das, und wir können, vielleicht tun wir sogar auch die anderen beiden Takes irgendwie auf die DVD drauf, da bin ich mir noch nicht so sicher, aber ich weiß eins, wir haben, ich kann das gut verstehen, dass man sich das fragt und dass man das auch nicht glauben kann. So. Ich habe so das Gefühl, dass Kino oft so, jetzt so, oder Film so dazu geworden ist, dass so Streicheltiere, so liebe Tiere, wo man so eh weiß, die tun einem nichts. Dann kann man die so streicheln. Und die großen Superheldenfilme sind auch irgendwelche komischen Streicheltiere eigentlich, weil man weiß ja sowieso, was irgendwie passiert und was nicht passiert. Und es halt das Ganze, es passiert halt nichts irre laut und irre schnell. So, und ich habe so, keine Ahnung, wenn man so an das Kino, also wenn ich an das Kino denke, was mich immer umgehauen hat, dann waren das so wahrscheinlich auch ganz viel so New Hollywood aus den 70ern oder halt Filme, die was riskiert haben und die keine Angst hatten, vor dem voll gegen die Wand zu fahren. Und das ist so, das war der Gedanke dahinter. Und letztendlich ist das dann auch nicht voneinander zu trennen, also das wäre, das ist vielleicht anmaßend so zu sagen, aber es ist so, wie wenn man das Gitarrenspiel von Jimi Hendrix und den Sound trennt. Das ist für mich ein Konzept von klassischer Musik. Da geht es um Werktreue. Aber spätestens seit es Popmusik gibt, heißen die Leute Recording Artists. Und das hat einfach was damit zu tun, dass das Recording der Musik Teil der Musik ist. Und nicht einfach nur, das wird jetzt mal abgebildet, so, sondern das ist das Instrument, das Mikrofon ist ein Instrument. Und die Art und Weise, wie etwas aufgenommen wird, ist spätestens seit Pink Floyd oder diesen ganzen späten 60er, ist das ein Teil des Ganzen. Und deswegen ist es dann, so ist es bei uns auch. Deshalb ist der Musikproduzent heute oft wichtiger als der eigentliche Komponist des Songs. Ja, klar. Also klar, was für ein Style hat das? Dann wird ja nicht irgendwie so, also entschuldigen, manchmal habe ich so das Gefühl, dass Leute und das, und ich weiß ihr nicht, aber es gibt, ich habe manchmal das Gefühl, dass so, es gibt auch so eine Art, Filme zu betrachten, also manchmal gibt es Filme zu betrachten von Leuten, die über Film schreiben, so im Sinne von, als würden die schreiben, also diese Sex Pistols, die haben wirklich eine tolle Energie, aber Komposition scheint mir doch ein bisschen eindimensional. Also da immer nur mit diesen 3 Akkorden, also das, das geht so voll am Thema vorbei, als könnte man, das wären die Sex Pistols besser, wenn sie irgendwie ihre Instrumente besser beherrschen könnten. Das ist irgendwie so, als wenn man jemandem Steak serviert und der probiert das und sagt, ja, also dieses Rauchige finde ich ganz gut, aber ich vermisse doch so eine Fruchtigkeit von so einem Mozzarella-Tomatensalat bei der ganzen Sache.